hat. Ihr Eindruck vom Spiel, eine 1:0 Niederlage ist natürlich immer nicht positiv. Trotzdem, was nehmen Sie aus Bozen mit? Ich denke, das war unser erstes Spiel im Jahr 2018. Die anderen hat man gemerkt, sie waren schon voll im Saft, kurz vor Start und wir haben erst die erste Woche absolviert. War sehr anstrengend, aber ich denke, dass wir schon spielerisches Potenzial gezeigt haben. Und natürlich ist die Niederlage zwar bitter 1:0, aber ja, im ersten Spiel kann man das noch verkraften. Wie schaut es für den FC Wacker Innsbruck in der zweiten Bundesliga aus? Wie geht es da jetzt weiter? Welche Ziele, Saisonziele sind noch realistisch? Ja, wir wollen dieses Jahr natürlich das Bestmögliche herausholen und das ist der Aufstieg. Momentan werden wir auf dem Relegationsplatz, würden wir gegen den Letzten aus der Bundesliga spielen. Unser Ziel ist natürlich, mindestens Zweiter zu werden, damit wir nächstes Jahr fix in der Bundesliga sind. Und ich denke, dass das ein realistisches Ziel ist.